Gut, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ultimate Ruby in der Pokémon League. Gegen den ersten, Ulrich. Gut, Stand der Dinge. Ich habe noch ein Video im Hintergrund laufen, sprich, ich render noch ein Video. Ich hoffe, dass es nicht laggt. Naja, bis jetzt sieht's auch ganz gut aus. Welcome, Challenger! I'm Sydney of the Elite Four, also die Top 4. I like that look you're giving me. I guess you'll give me a good match. That's good looking real good. Alright, you and me, let's enjoy a battle. That can only be staged here in the Pokémon League. Gut, ich hoffe ganz... inständig, wie heißt das? Ich hoffe ganz sehr, dass er die normalen Pokémon... Ja, er hat sie. Er hat die normalen Pokémon. Gut. Dann wird die Liga ein Klacks, hoffe ich jedenfalls. Der Ice-Typi könnte ein bisschen rumnerven. Und wir müssen durchkommen ohne ein legendäres Pokémon. Das kann witzig werden. Will ich aber unbedingt schaffen. Okay, wir kassieren Sand Attack. Nicht schlimm, Leute. Wir sollten das alles gut schaffen. Und dann rasch und zügig dann dieses Spiel durchhaben. Und es tut mir jetzt ein bisschen leid, aber ich werde hier, das sag ich jetzt erstmal an, ich werde weder noch legendäre Pokémon fangen. Ich werde euch nichts mehr von dem Spiel zeigen. Es kommt nur noch die Liga. Das ist mir völlig egal, wie, was ihr davon haltet. Es kommt nur noch der Champ, danach bla bla bla, schöne Credits, hast das Spiel durch und Ende. Da kommt denn nichts mehr. Also, ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass das Ende nicht gerade der Kracher wird. Und ich will gerade wirklich mit Boss noch ein Pflanzen-Pokémon own. Das klappt nicht sehr gut, deswegen schicke ich X-Bud in Kampf. In den Kampf. Los in den Kampf, X-Bud. Und, ja, dann würde ich sagen, wir rushen hier nochmal so durch. Mal ebenso. Kommt drauf an, was manche Leute unter rushen verstehen. Ich verstehe das lieber unter rumlamen. Da ich hier schon ziemlich lange für den ersten brauche. Hallo? Ja, Elite Four Sydney. Er heißt sogar Sydney. Ist ja witzig. Wir versuchen... wie heißt das? Die englischen Namen weichen zu so was von den Deutschen ab. Letake? Nee, nicht Letake. Wie heißt denn der? Oh Gott, ich habe vergessen, wie das Pokémon heißt. Aussetzer. Blanas. Und dann kommt... mit einem Blattstein. Oh Gott, ich habe irgendwas besiegt. Keine Ahnung, wie es heißt. Irgendeiner von euch kann mir ja wieder einen Kommentar schreiben, wie es heißt. Ich habe keine Ahnung. Charpedo. Gut, das ist ein Torpedo, das weiß ich. Das versuche ich zu zu vergiften mit einem Konfu-Strahl. Das klappt sicherlich nicht. So, wir haben es confused und Charpedo setzt Surfer ein. Das missfällt mir aber stark. Oh Gott. Ich hoffe, ich kann noch einmal angreifen zu meinem letzten Poison Fang und vergifte, du Ekelhafter. X-Bud lebt noch. Gut, jetzt lebt er nicht mehr. Ja. Wir haben Schützer kassiert und wen schicke ich am besten in den Kampf? Go, Doc. Doc kommt und plättet das Torpedo. Mal ebenso mit Stärke. Hallo, hallo, hallo. Warum hat das Torpedo mehr Initiative als Doc? Okay, das war gerade sehr scheuse. Aber wir haben den ersten gleich besiegt, glaube ich. Hoffe ich, denke ich. Absol. Gut, Absol, letztes Pokémon. Das packen wir ja wohl nochmal locker. Mit Stärke, komm. Das machen wir ja jetzt fertig. Hallo? Hallo? Was? Was hat's gemacht? Ach, diese eine Attacke wartet für einen Move. Und wenn man dann angreift, dann kommt Absol und Bamsen. Dann ist einfach nur alles kaputt. Denn Dennis Fire in the Hole, dann ist Ende. Dann habe ich keine Ahnung, was passiert. Aber, schön. Wir haben den ersten geschafft. Dim, 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 damit das Video nicht zu kurz ist, mach ich noch den zweiten, oder besser gesagt die zweite. Vielleicht ist es ja auch ein R, vielleicht ist es ja auch eine Transe. Gut. Wie mache ich den zweiten? Ich würde sagen, Wetman nach vorne. Im Notfall ist Wetman halt weg. Aber ohne mein X-Bud könnt ihr es knicken, denn X-Bud brauche ich so oder so. Das ist wirklich ein wichtiges Pokémon. Ja gut, ist eben abgekackt, aber pff, hey, kann ich nichts für. Also doch schon indirekt, aber na,
ne, ne, ne. Wir battlen jetzt gegen... meine Stimme, oh Gott, scheiße. Ich glaube, ich lasse das lieber mit dem alles kommentieren, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Und ich bin zum zweiten Mal am Emulator in dieser Top 4. Also, ich war schon mal bei Pokémon Smaragd. Aber scheiße, mit Kampf-Pokémon gegen Geist. Wie schlau bin ich denn, bitteschön? Ich dachte, die hat Schinken-Pokémon. Wie heißt das? Ich dachte, die hat Eis-Pokémon. Oh Gott, Fail. Ganz großer Fail. Also wirklich, spielt niemals so wie ich. Weil wenn ihr das macht, spielt ihr so wie ich. Also ergibt irgendwie Sinn, aber Flash. Wenn ich jetzt treffe nach... Oh mein Gott, oh mein... What the hell? Wie dumm kann ein Pokémon sein, beziehungsweise die Trainerin... Oh mein... What the hell? Wisst ihr, was er gerade eingesetzt hat? Fluch. Der hat jetzt gelbe KP, weil er die Hälfte von sich geopfert hat. Wir kassieren jede Runde ein bisschen mehr Damage, aber das bei diesem Pokémon. Bei diesem Pokémon, bei Pixie. Wenn ich jetzt austausche, ist dafür vorbei, er ist am Arsch. Aber trotzdem will ich mit Pixie erstmal, will ich, dass Pixie stirbt, so. Ja, Curse. Fluch heißt also Curse. Jetzt haben wir Metronom. Wenn ich jetzt mit Metronom treffe, ich lach so, so laut, ey, jetzt kommt's. Ha, geil, Dynamic Punch, ist das Mega Hieb? Ne, es war irgendeine Attacke, aber er hat keine Attacke, hat keine Wirkung auf Duklops, Dusklops, Zwirklop. Hab dich beim Namen genannt. Fühl dich gemobbt. Du Pokémon, du. Gut, das war's mit Pixie. Und wir kloppen bei Geist-Pokémon X-Bad rein. Und ich hoffe, dass er es macht. Mach es! Mach es! Mach es, verdammt! Mach! Scheiße. Ich versuch's mal mit dem Gift. Nein! Nein! Ja, geil. Vergiftet, geil. Ich habe gerade überlegt, bei PSN, also Poison, ob das nicht sehr effektiv ist. Dachte ich, ja, mach ich einfach mal, guck ich einfach mal. Wenn es nicht sehr effektiv ist, ja, doppelte Verneinung, dann wäre es ja noch ganz nützlich. Aber wenigstens haben wir Zwirklop vergiftet. So, ich werde jetzt ein bisschen ruhiger sein beim Satzbau. Boah. Dann habe ich auch ein richtig gutes Deutsch hier. What the hell? Flammenwurf. Ja, ja, komm. Ja, fick dich. Steck dir deine Herzen in den Popo oder sonst wohin. Aber nicht auf Pandiro. Der steht nicht auf dich. Naja, wahrscheinlich schon, aber ja, ja, komm. Wird von Seher getroffen. Kacke, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Plan. Ich will angreifen. Nein, komm, bitte greif trotzdem an. Pandiro! Du bist... Mann, Pandiro! Ich hate dich jetzt. Du wirst gleich gehatet. Komm, geh... Was soll das, Pandiro? Hallo? Jetzt greif an und du bist so awesome. Nein! Ah, Pandiro ist verliebt in dieses Scheißstück. Mischstück. Sableye, ja, komm. Da regt man sich bei Pokémon auf. Hallo, was... Was, Pandiro, du hast ja angegriffen... Okay, es hat nicht ganz gereicht, aber Pandiro, ich bin glücklich mit dir, hast du gut gemacht, Pandiro. Saubere Arbeit und ich laufe hier praktisch schon mit Boss durch, ich meine, ist ja auch der Boss, ich meine, also hallo. Niemand klaut ihn seinen Titel und ey, awesome. Ich muss einfach nur sagen, ich bin gerade zufrieden mit der Welt, dafür, dass Henry Boss geil ist. Er haut die einfach rein und ich finde es awesome. Ich meine, guck, lass X-Bad recken, lass Pandiro recken. Solange ich Boss habe und die keine Pflanzen-Pokémon haben, sind sie relativ am Arsch. Obwohl der... warte mal, dieser Scheiß-Champ, der hat ja... Geil! Was hab ich denn gelabert? In welcher Welt lebe ich denn? Hab ich euch nicht gesagt, der Champ hat Drachen-Pokémon? Oh Gott. Nein, hat er vielleicht sogar... Moment, das kann gar nicht sein. Moment, im Pokémon Smaragd, da war Troy, also da war Troy der Champ. Und in diesem Spiel, oh Kacke, ich muss Kacke, ich muss, scheiße. Ich muss wirklich hoffen, dass Troy
Aka, wie heißt denn der in Englisch jetzt? Troy, Steve? Steven muss der Champ sein. Wenn nicht, dann gehe ich hier als Verlierer raus, Leute. Dann schaffe ich die Top 4 nicht, das ist praktisch. Also, hallo. Bei Drachen-Pokémon habe ich nämlich ein ziemliches Problem. Aber wie bin ich auf Drachen-Pokémon gekommen? Aus der Kanto-Pokémon-Liga, oder? Ja, aus Kanto. Und Bohos! Erreicht sogar Level 61. Du gehst ab, Alter. Du gehst ab. Geil. Ganz ehrlich. Boss, grow to... Was willst du erlernen? Schlammbrühe? Nee, Ende... Was ist das? Gains power if the user's HP is lower than the... Notsituation ist das. Brauchen wir nicht, kann weg. Tschüss, komm. Boss, das willst du nicht erlernen. Chris auch erst gar nicht. Gut, wir sind eine Meinung. X-Bad erreicht Level 8 und... erreicht Level 58 und Gengar. Er kommt mit Gang... Sie kommt mit Gengar. Was soll das? Es ist doch scheiße. Das ist das letzte Pokémon. Ja, komm. Gengar. Ist scheiße. Hier setze ich... Wir können uns so glücklich schätzen, dass die Hypnose nicht getroffen hat. Und doch, du bist göttlich. Er trifft mit Crunch. Und jetzt... Nein! Nein! Überreste, oder? Ich glaube, das sind über... Nein, doch eine Beere. Komm noch mal, bitte. Nein! Doch! Warum? Wieso? Dog is fast asleep. Ja, hau du dich aufs Ohr, während du stirbst. Ist auch eine gute Idee. Mach das. Kannst machen, ist gut. Mach das. Was? Du bist aufge... Bitte. Dog! Ich zeige gerade beide Daumen nach oben. Sag mal, wie geil bist du? Wie geil bist du? Dog. Awesome. Du bist echt geil. Leute, er war eingeschläfert, eine Runde aufgestanden, war confused, hat getroffen. Wie awesome ist es, bitteschön. So geil. Ich komme auf mein Leben nicht mehr klar. Heute ist so ein geiler Tag. Ich schöre rum. Ah, Leute. Ich fühle mich pudelwohl. Und am liebsten würde ich mich jetzt euch in real zeigen, damit ihr sehen könnt, wie ich einfach mal abspack in real life, ey. Ich lach mir hier die Mütze dick, ey. Das wird voll keinen Sinn ergeben. What the hell? Ich laber nur Scheiße heute. Ach, egal. Komm, wer mich damals abonniert hat wegen Let's Plays, der weiß, dass ich schon immer... Mein ganzes Leben lang habe ich Scheiße gelabert, laber Scheiße und werde noch immer weiter Scheiße labern. Ihr könnt... mir egal, was für Kommentare schreiben, könnt mir ja Kritik posten. Ey, mach mal ernst, Lan! Scheiß Videos, sure! Ey, fick dich! Daumen nach unten, Mann! Fick dich! Dann sag ich, hey, TX. So gut, das waren die ersten beiden in der Top 4 in der Pokémon League. Na, wir gehen weiter. Zur dritten, das dürfte Antonia sein, das ist die mit Eis. Und ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal hier in der Top 4. Tschö, bis dann.